Leute, willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Und wir sind hier gerade in Silverglade bei dem Harold und der hat eine Quest hier für uns. Sabrina, ich habe gehört, dass du Morland vor diesem schrecklichen Herrn Campbell gerettet hast. Gut gemacht, ich wollte gerade Muffins backen, als ich feststellen musste, dass ich kein Mehl mehr habe. Könntest du bitte welches besorgen? Du solltest es von Barney am Silo bekommen. Okay, den Barney, den kennen wir ja schon, wo wir für Ferdinand auf dem Pferdemarkt die Möhrchen besorgt haben. Und dann galoppieren wir mal eben schnell zu ihm hin. Mehl sagst du, ich habe keins mehr, aber ich habe unendlich viel Getreide. Geht das auch? Nee, wir brauchen das doch für die Muffins. Hier bist du. Wenn das Getreide zur Will von der Mühle bringst, kann er das zu Mehl mahlen. Übrigens, ich habe gehört, dass Herr Campbell jetzt in unserem wunderschönen Everwindfelder noch Öl bohrt. Das ist nicht gut. Okay, nee, das ist wirklich nicht gut, wenn der jetzt schon da hinten irgendwo Öl nach Öl bohrt. Aber wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Windmühle. Wenn der uns aus dem Getreide halt das dann Mehl machen kann, warum nicht? Hallo Will. Hallo, was kann ich für dich tun? Oh, du willst die Mühle benutzen? Na klar. Gemahlen und fertig bitte. Hier haben wir ein wenig Mehl. Das sollte es jetzt wohl besser zurück zum Geschäft gehen. Klar, das machen wir hier auch erstmal. Also nicht wundern, das Rennen, was ihr uns da oben macht, das zeige ich euch dann in einer späteren Folge. Wir machen jetzt hier erstmal die Muffins fertig. So. Hast du mein Mehl? Perfekt, das werden tolle Muffins. Und wir haben was von ihm bekommen. Ein Oberteil, das gibt 1,1. Aber es ist halt nicht so schön. Unser, was wir anhaben, ist halt besser. Das packen wir einfach an die Seite. So, ich hoffe, euch hat die Folge hier wieder ein bisschen gefallen. So wie wir mit an dem Getreide und das Mehl rankommen. Ihr könnt euch gerne hier ein Like oder auch ein Abo dalassen. Oder vielleicht auch einen Kommentar unter das Video schreiben. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann!